make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Heute möchte ich mit dir zusammen diese Karte in der Negativtechnik herstellen. Die habe ich mit dem Hintergrundstempel Wild Roses gemacht. Und das ist ein schöner Geburtstag, stammt aus dem Stempelset Eiszeit. Beides Produkte aus dem neuen Mini-Katalog Januar bis Juni 2021. Entschuldigung. Und jetzt zeige ich dir wieder Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert. Unten findest du wie immer die Materialien, sodass du auf Pause machen kannst und gleich mit mir zusammenbasteln kannst. Ja, und dann geht es auch schon los. Wir brauchen für diese Technik den Stemperatus. Den finde ich ja immer super, wenn ich mit Hintergrundstempeln arbeite, weil ich die tatsächlich immer nicht so gut flächig stempeln kann. Vielleicht geht es dir auch so. Dann ist der Stemperatus eine glatte Kaufempfehlung von mir. Wortfindungsstörung hier. Denn du kannst ja immer wieder mit dem Stemperatus nochmal auf die gleiche Stelle stempeln, sodass du dich nicht ärgerst, dass du so viel Papier dann verbrauchst. Weil wir den Hintergrundstempel benutzen und hier also das Papier mit den Magneten nicht fixieren können, ist es ganz wichtig, dass wir einmal einen zusätzlichen Arbeitsschritt machen. Und zwar kommen hier so ganz kleine Kleckse Tombow auf das Papier. Also wir brauchen zwei Stücke Papier, weil wir ja einmal in Pink und einmal in Schwarz stempeln. Und dann nehme ich tatsächlich einfach meinen Finger und verreibe das so ein bisschen. Dann hat das so einen kleinen Hafteffekt. Und ich zeige dir gleich, wofür wir das brauchen. Schön in die Hände schmieren. Aber nicht in den Ärmel, da würde ich Ärger. Dann würden meine Kinder Ärger kriegen und ich darf das natürlich auch nicht machen. So, die Magnete packe ich mir zur Seite, sodass die nicht gegeneinander flutschen können und kaputt gehen können. Und dann klappe ich mir den Stemperatus einmal auf und lege mir das Karo-Papier, das gibt es ja auch im kleinen Format im Katalog, einmal hier wirklich bündig an. Aber ich nehme die andere Seite. So. Die großen Karos, mit denen kann ich besser um. So, und dann fixiere ich mir mit den Magneten mein Karo-Papier. Mein Gott, hier die Ablage von meiner Kamerahalterung ist auch aus Metall. Und da habe ich die gerade draufgelegt. Das klebt immer ordentlich. So, und dann bappst das ja jetzt hier auf der Unterseite so ein ganz kleines bisschen. Und dann nehme ich mir hier zur Orientierung ein Quadrat. Also ich lege das hier und hier bündig in die Ecke. Das merke ich mir für das andere Stück Papier und möglichst gerade. So. Und dann haftet es ja auf dem Papier und die Magnete halten das Papier wiederum fest, sodass das gleich da sitzen bleibt, wo es hingehört. Dann nehme ich mir meinen Stempel und platziere den auf meinem Papier, sodass möglichst auch überall was hinkommt. So. Und hole mir den einmal mit der Acrylplatte ab. Hier lege ich mir jetzt auf der Seite meine Stempelset-Hülle unter. Und jetzt färbe ich erstmal hier mit Magenta-Rot ein. Und stempel das erste Mal ab. Hier wirklich schön mit Kraft einmal über den ganzen Stempel streichen. Und dann kann ich ja einmal gucken, hat er überall gut gestempelt? Ja, das sieht schon ganz gut aus, aber ich möchte das noch ein ganz klein bisschen intensiver haben vom Farbton. Das heißt, ich gehe hier nochmal drüber und reibe nochmal kräftig. So, das sieht doch perfekt aus. Dann löse ich das Papier und nehme mir mein nächstes Papier und platziere das genau an der gleichen Stelle auf meinem Karo-Papier
und reinige jetzt erstmal schließe ich. Das habe ich gestern einmal auf den Schreibtisch geschmissen und einmal auf den Fußboden geöffnet. Das war nicht mein Tag. So. Und jetzt nehme ich hier mir meinen Reinigungsprofi. Der sieht schon wieder so aus, als wenn er demnächst mal in die Waschmaschine könnte. Mit dem kann man hier super am Stemporatus arbeiten. Also auch eine klare Kaufempfehlung, um die Stempel direkt an Ort und Stelle einmal sauber zu machen, ohne sich doll die Finger zu beschmutzen. Und ich habe den hier in so einer leeren DVD-Hülle gelagert. Dann bleibt er auch lange frisch und man muss ihn nicht ständig wieder wässern. So. Mit Memento reibe ich das erstmal so ein. Da ist ja die Oberfläche von dem Stempelkissen ein bisschen anders. Ich finde immer, das färbt die großen Stempel nicht so gut ein, aber mit Geduld und Spucke kriegt man auch das hin. So. Da müssen wir sicherlich noch ein zweites Mal drüber gehen. Ja. Ne, das kann noch ein bisschen intensiver von der Farbe werden. Manchmal hilft es auch einfach nochmal mit Druck abzustempeln. Es geht ja Gott sei Dank immer auf die gleiche Stelle. Aber auch in der Mitte können wir noch einmal nachlegen. So. Ha, perfekt. So soll es aussehen. Und du siehst, du kannst wirklich mehrere Wiederholungen machen und der Stempel ist immer perfekt genau da platziert, wo er das erste Mal beim Abstempeln war. Also für mich wirklich ein zauberhaftes Tool, damit ich ordentlich stempeln kann. So, nun haben wir zwei gleiche Stempelabdrücke in unterschiedlichen Farben und das teilen wir einmal diagonal durch. Kannst du das hier sehen, ja, ne? Also ich lege diese Ecke und diese Ecke in die Schneide. Schneide Furche und teile das Papier. Und das gleiche mache ich mit dem magenta-roten Papier auch. Ist natürlich wichtig, dass man den gleichen Winkel nimmt, ne? Und jetzt nicht in die andere Seite, also Richtung kippt und schneidet. So. Und dann habe ich mir schwarzes Papier vorgeschnitten. Einfach eine Basiskarte gemacht. Und da klebe ich das Papier nun so auf. Und dann passen die Blumen perfekt zueinander. Das kannst du natürlich mit jedem anderen Stempel auch machen. Je größer, desto schöner ist der Effekt. Und ich wollte diesen Hintergrundstempel einfach auch schon lange mal benutzt haben und habe dir jetzt gleichzeitig noch diesen Trick mit dem Stemporatus gezeigt. So. Und das Schöne ist, dass man dann auch immer gleich zwei Karten fertig hat, die einmal gegensätzlich sind. Ich mag die Kombination Schwarz und Pink ja sehr. Einen tollen Effekt hat das Ganze natürlich auch noch, wenn du da mit Embossing arbeitest. Das ist jetzt bei so einem Hintergrundstempel schwierig, aber mit Blumen hat das einen super schönen Effekt. So. Und dann habe ich mir hier noch Streifen geschnitten. 10 x 1,5 cm und 10 x 1,7 cm. Und der Spruch ist, wie gesagt, aus dem Eiszeit-Set. Und da stempel ich jetzt einfach nur einmal in Schwarz den Spruch auf. Und nun wird einfach nur noch zusammengeklebt.
habe meinen Mann und die Kinder übrigens Schlitten fahren geschickt. Mir ist es ja zu kalt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten heute Nacht schon wieder minus 15 Grad. Und ich bin echt eine Frostbeule. Ich sitze dann auch gerne drin und bastel. So in Ruhe, ganz allein. Das macht Spaß. Ups. So, das kleben wir da einmal drauf. Und dann haben wir ja unsere neuen schwarzen matten Halbperlen im Katalog. Und die machen sich da jetzt auch super als kleines Accessoire. So, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken und meine kleinen Tipps haben dir gefallen. Wie gesagt, Stamparatus, ganz klare Kaufempfehlung, gerade wenn man Stempel hat, die manchmal ein bisschen garstig sind. Du hast vielleicht auch ein oder zwei in der Schublade, die oder im Schrank, bei denen das Stempelergebnis immer nicht so toll ist. Da ist ja die Stempelunterlage aus Silikon immer schon gut. Aber der Stamparatus ist echt Gold wert. Da kannst du einfach nochmal auf die gleiche Stelle stempeln. Genau. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin'-Up-Ware bei mir bestellst. Meine Sammelbestelltermine und alle Infos, auch die Neukundeninfo, findest du auf www.gestempelt.de. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.